Der heutige Tag soll mal etwas im Zeichen der Sauberkeit stehen. Und meiner Kachiva Elefant möchte ich ein paar Teile säubern, ein paar Teile abbauen. Vielleicht bauen wir noch den Tank ab. Aber in erster Linie habe ich mir vorgenommen, zuerst mal Reinigungstätigkeiten zu machen, dass ich abgebaute Teile ins Lager legen kann oder Teile, die ich dann abbauen möchte, die dann schon sauber sind. Willkommen bei Niceye 36. Wie man hier unschwer erkennt, möchte ich als allererstes mal mein Vorderrad, die Felge, säubern, weil mich schon lange stört, dass es Moment, diese alten Kleberückstände der Gewichte gibt. Die Felge einer Aufbereitung würdig ist, da sie richtig gut in Schuss ist. Und das Resultat, wie das... da ist die Kamera abgeschwenkt. Das Resultat, wie das Ding nachher aussieht, zeige ich euch selbstverständlich. Was ich damit meinte, war einfach solche Geschichten hier. Ja, dass ich natürlich aus einer 20 Jahre alten Felge solche Flecken, ja, Licht aus, diese hier nicht mehr rausbekomme. Das ist mir von vornherein klar. Aber der Unterschied zwischen so einer Speiche zu so einer Speiche, das macht natürlich schon einen Unterschied und es soll ja noch eine Weile so bleiben. Die Radlager habe ich kontrolliert, die sind in einem super Zustand, laufen wirklich perfekt, werden dann, also der Sitz hier, der wird dann auch noch sauber gemacht und dann kommt dann ein Tupfer neues Fett drauf. Auf der anderen Seite werde ich wieder das Fettdepot anlegen. Aber wie gesagt, das sind Reinigungsarbeiten. Man kann aber prinzipiell jedes andere Poliermittel oder Lackreiniger oder sonstiges nehmen, wenn die Aluminiumfelgen, so wie es bei mir der Fall ist, lackiert sind, also eine Klarlackschicht drauf haben. Das soll nicht das Thema sein, die Maschine ist über 20 Jahre alt. Da darf sie schon das Alter mit Stolz tragen. Gut. Ich melde mich in Kürze wieder. Ob es denn jetzt unbedingt sinnvoll war oder ob es unnötig war. Das Ganze hat jetzt eine halbe Stunde gedauert und sieht doch richtig schnuckelig aus. Schauen wir uns das mal geschwind in der Nahaufnahme ein bisschen an. Ich habe natürlich Kratzer. Ich habe natürlich Macken. Das ist doch ohne Frage. Die Maschine ist über 20 Jahre alt. Aber ich denke, das Resultat kann sich sehen lassen. Die ganzen schwarzen Kleberreste sind weg. Das Felgenbett ist einigermaßen glänzend. Vor allen Dingen, es ist sauber und kann somit ins Regal. So kann das ausschauen. Jetzt kommt noch die Lackfläche dran. Dann kann das auch ins Regal. Ja, da werde ich mir demnächst auch einen frischen Fetzen holen.
Hier sind natürlich entsprechend auch Lackschäden, das ist klar. Aber für das Alter und dafür, dass es eh keine Originale mehr ist, also keine Lucky Explorer mehr. Ich kann es nicht verstehen, warum man die umgebaut hat. Aber was soll's. Da drin sieht es entsprechend auch aus und wer meinen Serviceaufkleber gesucht hat, da ist er. So, dann machen wir natürlich auch sauber. Das ist im Übrigen stinknormales Silikonspray. Nicht mehr und nicht weniger. Kunststoffpinsel. Und so wäre das dann auch wieder schön sauber. So. Dann geht's mal weiter mit dem Näschen. Mein Näschen ist immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Halt, Brille. Scheiße. Dann ist hier ein Schächtelchen raus. Hineinlegen. So. Bin ja ein fauler Hund. So. Wird natürlich auch gereinigt und poliert. Ja, und das ist dieser ganze Schnellschuss, den ich in Angriff nehmen werde. Hier mit meiner Tachowelle möchte ich mir was einfallen lassen. Vielleicht kann ich die auf den Halter hier nehmen. Ja, das werden wir mal alles begutachten, alles schauen. Weil die Gabelbrücke möchte ich ja rausnehmen. Folgedessen wird das Ganze anders montiert. Gut, ja, da haben wir noch ein paar Schrauben.
linke abklemmen und dann kann die Verkleidung auch raus. So. Meine Erkältung hat mich immer noch festens im Griff. Die nächste Verkleidung. Auch entsprechend leicht versifft und verdreckt, von innen sowieso kein Lack mehr drauf. So, ja. Ja, da gibt es noch ein wenig Arbeit, aber das war von vornherein klar. Was ich dann natürlich auch schauen möchte, ist, dass ich hier, ja, das ist eigentlich gut so, das passt. Ich mache aber trotzdem mal die Tachowelle raus. So. Und das wäre dann die ewig lange Tachowelle mit der Tachoschnecke. Das ist schon signifikant schwergängig. Das wundert mich dann also nicht, dass ich zum Schluss hin ein etwas komisches Lenkgefühl hatte. So, rein theoretisch würde jetzt der Tank kommen. Aber den will ich zuerst etwas erleichtern. Das heißt, ich gehe mir mal einen Reservekanister suchen. Während so das Benzin in den Kanister fließt, wollte ich mal kurz das Tankschloss zeigen. Also meins ist nicht so weiß behaftet, aber klemmt auch. Also werde ich das auch aufmachen und dem Martin dann einmal berichten, wie das bei mir funktioniert hat. Ja, 5 Minuten und es rinnt immer noch am ersten, der jetzt mehr knapp halb voll ist. Also das wird noch eine Weile dauern. Ich werde mich dabei mal um diese Teile hier kümmern. Und die mal sauber machen. Dann habe ich mir Fetzen organisiert. Und dann kommt das Zeug eingepackt in Fetzen da oben hin. Für was habe ich da freigeräumt? So. So, der Blick in den Kanister hat gezeigt, der wäre jetzt mal soweit gut gefüllt. Und die Nummer 2. Jo. Und weiter geht's. So.
aufgeräumt, abgebaut. Hier liegt auch nichts mehr, außer wieder mal Chaos. Das kleine Teil muss ich noch. Und jetzt bin ich dabei, die in Fahrtrichtung linke Tankhälfte zu entleeren. Die rechte ist leer. Und da gehe ich davon aus, dass da auch noch mal 3, 4, 5 Liter rauskommen. Das ist der zweite Kübel, den ich so mache, weil der Schlauch ganz einfach zu kurz ist. Aber das wird schon werden. Ja, es neigt sich dem Ende zu. Da pieselt es nur noch so altersentsprechend. Aber so alt ist die Kachiwa ja nun auch wieder nicht. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis hier der letzte Tropfen Lebenssaft herausgepresst ist. Eingecremt habe ich ihn schon. Muss ich nachher nur noch rauswischen, dann ist die Versiegelung drauf. Ich habe mir erlaubt, mal die Lüftung der Garage einzuschalten, weil ja das hier immerhin offenes Benzin ist. Aber das kommt schon. So, dann schauen wir mal, dass wir den Tank runterkriegen. Dazu müssen wir zuerst die andere Seite, die Schellen lösen, um beim Tanken fahren. Der Tank ist also so gut wie leer. Ein bisschen wird noch drin sein. Ich kann nur jedem die Empfehlung geben, nicht alt zu werden. Ja. Da wird das Leben nicht mehr so einfach. Wenn man eine Brille braucht und eine Lampe und Geriatrie-Handschuhe. So, rein theoretisch, da ich die Tankschraube auch schon lose habe, sollte sich dieser jetzt abnehmen lassen. So, hier mal einen Überlaufschlauch. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Tankgeber für die Reserveleuchte. Der ist hier gesteckt. Und dann war es das auch schon. Jetzt würde ich aber erstmal hier für Platz sorgen. Ich habe auch den Frontfender schon abgebaut. Schön auf einem Tuch. So ist das natürlich eine absolut feine Sache. Schön leicht. Und da steht das gute Stück jetzt. Und hart der Dinge, die da kommen, den werde ich, glaube ich, irgendwo dann hier unten platzieren oder hier unten. Das werden wir sehen. So, dann schauen wir mal, wie das nach 2 Jahren unangetasteten Essbedarf. Egal wie, aber es bedarf nämlich einer Reinigung. Und hier haben wir den Luftfilterkasten. Das war der Schlauch am Tank. Und zwar oben vom Tankdeckel. Ist ein Überlauf. Und dann, wie gesagt, dieses Elektrikgewurstel werden wir auch in Angriff nehmen. Ich weiß jetzt auch, für was ich dieses Schaltrelais eingebaut habe, nämlich für meine beiden Höllentröten. Ja, das Kabel werden wir natürlich auch noch richtig umwickeln. Ja, das ist also eine Zweiklang-Fanfare und die ist mal heftig laut. So. Hier auf dieser Seite Laderegler, und wenn man sich jetzt die Verkleidung nochmal in Erinnerung ruft,
kommt hier dann der Luftzug durch. Das hier sind die beiden CDIs. Hier war das Startrelais, das ich ja hierhin verlegt habe. Hier haben wir einen Vergaser, korrespondierend auf der anderen Seite der zweite Vergaser. Ja, das hier ist einfach abgeschnitten, weil das ist mit einem Kabel der CDI im Kabelbaum drin und wurschtelt sich dann da irgendwo da unten durch, ist aber gekappt. Das andere Ende ist genauso abgeschnitten. So, schön, ja. Das Endresultat soll dann nachher so aussehen wie hier. Alles mit Super-Seal-Steckern. Wenn man dann zum Saisonbeginn das alles soweit hat und fährt, dann merkt man, jo, es wäre vielleicht fürs Navi nicht schlecht, ein Kabel zu haben. Es wäre vielleicht nicht schlecht fürs Koso, ein Kabel zu haben. Und ja, ich habe dann halt mitten in der Saison das ganze Ding einfach eingefrickelt und angeschlossen und der Fall war erledigt. Und habe mich ganz einfach nicht um die Details gekümmert, was ich aber natürlich jetzt nachholen werde. Dann werden wir mal schauen, was uns hier, hier drunten erwartet. Im Luftfilterkasten. In Bezug Motorölstand Maximum, Ölfilterkasten versaut. Da schauen wir jetzt mal rein. Damit es nicht heißt, ich schummel. K&N-Filter. Da ist mal so gut wie gar nichts, außer irgendwelche Schatten. Ich sehe auf jeden Fall keine Verschmutzung. Doch, hier. Wenn das jetzt, wenn das in den Vergaser gekommen ist, um Gottes Willen. So, wurscht. Das ist ein wenig ein Geduldsspiel, bis man das draußen hat. Noch. So, so sieht das aus. Warum heißt die Elefant Elefant? Weil sie Rüssel hat. Ja. Ansaugschnorchel für Wasserfahrten. Jetzt werden wir, also ich habe das schon gesehen, Halleluja. Wenn ich das gewusst hätte, liebe Freunde, das ist mir ja jetzt schon fast peinlich. Ich nehme mal die Kamera in die Hand. So, und dann gehen wir mal zum Luftfilterkasten. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das da drin so sauber aussieht, hätte ich schon viel früher was gesagt. Also meines Erachtens nach, es mag vom Hersteller so vorgegeben sein, aber ich fülle mein Öl weiterhin auf Maximum und fahre weiterhin so. Das interessiert mich nicht. Neuer Hosengummi. Sehr schön. Es hat natürlich Ölnebel. Ich habe ja nie behauptet, dass es keinen Ölnebel gibt. Wo soll denn der Ölnebel vom Motor, der ja die Kurbelwellenentlüftung in den Luftfilterkasten hat, auch anders hin als wie hier rein? Ja? Aber dass da Öl drin steht, ne, bei weitem nicht. 52.883 Kilometer. Ich habe sie gekauft mit 36.000, 32.000. Ich habe keine Ahnung. WS, was soll's. Sowas hier ist natürlich nicht schön. Das ist ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist alles noch original. Ja. Aber dafür habe ich die Schläuche drin. Und das tut dem Ding überhaupt keinen Abbruch. Da kann man sich ja vielleicht mal überlegen, sich... Oh, das ist natürlich weniger schön hier. Upsala. Moment mal, dass die hier reißen. Ah. Ja. So. Ja, der Zahn der Zeit. Und es ist gut, dass wir danach schauen. Somit kann ich einiges
richten, reparieren oder sonstiges. Diese Gummistutzen braucht man ja im Normalfall nicht, sage ich. Man muss nur den Vergaser darauf abstimmen. Dann funktioniert das auch ohne. Ja. Und ansonsten heißt es jetzt halt, alles was so aussieht, ja, zu reinigen, neu zu fetten, zu begutachten. Lack kann ich keinen auftragen, das da geht nicht weg, aber der schwarze Punkt hier zum Beispiel, der geht weg. Ja. Dann die Ventilspielkontrolle. Einmal kein Problem, zweimal, ja, etwas knifflig, soll aber auch funktionieren. Dreimal bedeutet in diesem Falle, dieses Teil hier muss raus, der Luftfilterkasten muss raus, dann kommt man da auch recht schön dazu. Und dann, liebe Herrschaften des schlechten Geschmacks, hier hat sich immer noch nichts getan. Das ist auch ganz einfach so, dass man, wenn man sich, so wie ich, davor drücken möchte, den Motor auszubauen, weil ich sehe es nicht ein, den Motor auszubauen. Der Motor hat nichts, der Motor läuft prima, der läuft nicht nur prima, der läuft erste Sahne. Also ich habe überhaupt keine Probleme, Kaltstart keine Probleme, beim Warmfahren keine Probleme, Spritverbrauch kein Problem, unter 6 Liter. Bei gesetzter Fahrweise, also wir fahren ja immer AK voraus und ich sehe es einfach nicht ein. Für mich ist die Ventilspielkontrolle, selbstverständlich werden wir Kompression messen, selbstverständlich werden wir eine Druckverlustprüfung machen, selbstverständlich werden wir die Vergasersynchronität checken. Damit wir da alles auf der sicheren Seite sind, hat ja alles nichts mit dem Ausbau zu tun. Und dann wird entschieden, was zu tun ist, wenn natürlich Kompressionswert scheiße. Wenn er neben rausbläst bei der Druckverlustprüfung, dann sieht die ganze Sache anders aus. Es ist jetzt 10 vor 2. Was will ich hier eigentlich in Abschlussplädoyer halten? Warum will ich das Abschlusswort sagen? Habe ich doch gerade getan. Aber eins habe ich nicht getan. Für euch, Baba!